Zum Tagesgespräch begrüße ich Günther Beckstein, den Vizepräsidenten der 11. Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands in Hamburg. Guten Morgen in den Norden. Einen schönen guten Morgen. Ja, Herr Günther Beckstein, was ist der Kirchentag? Eine Veranstaltung des Glaubens oder ein Diskussionsforum für gesellschaftspolitische Fragen? Ja, er ist alles. Für die einen ist er in der Tat ein ganz starkes Stück Bekenntnis des Glaubens. Für manche ist er ein Event, wo man einfach schöne Tage erlebt. Aber er ist auch ein ganz, ganz wichtiges Diskussionsforum. Und er hat eine ganz andere Diskussionskultur, als das im Politikbereich der Fall ist. Weil es nicht einfach nur darum geht, feste Standpunkte, die man schon immer vorgetragen hat, nochmal zu demonstrieren. Sondern es geht darum, sich auch gerade von der Frage von Menschen, die das Christentum als Motivation haben, sich hinterfragen zu lassen. Und daraus entsteht eine ganz, ganz besondere Diskussionskultur, die viele Menschen schätzen, übrigens auch ich selber. Gerechtigkeit ist auch in Hamburg das Stichwort bei der gesellschaftspolitischen Diskussion. Neue Ideen gegen die Armut soll man finden, wurde gestern in einer der Predigten gesagt. Wie könnte das aussehen? Also es ist ganz offensichtlich, dass damit der Kirchentag die offenen Fragen vieler Menschen getroffen hat, die sagen, die Finanzkrise hat deutlich gemacht, dass die Finanzwirtschaft außer Rand und Band geraten ist und dadurch viele, viele Menschen selber zu Schaden gekommen sind. Bei uns in Deutschland, diejenigen, die ja von Obdachlosigkeit getroffen sind, die am Rande der Gesellschaft stehen, aber auch in anderen Ländern. Und dieses Motto, so viel du brauchst, weist uns darauf hin, dass wir nicht immer nur egoistisch an uns selber denken, sondern auch dran denken, wie es mit anderen Menschen geht. Und das ist ja auch eine der Kernfragen der sozialen Marktwirtschaft, dass wir uns nicht mit abfinden dürfen, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, sondern wir müssen schauen, wie man das wieder zueinander bringt und das Ganze auch in einer Weise, dass wir nicht nur an uns in Europa oder gar in Deutschland denken, sondern auch an die Menschen in der dritten Welt. Da spielt das Stichwort Mindestlohn unter anderem eine Rolle in dieser Debatte. Da sagen die Gewerkschaften, das müsse sich die Kirche mal auf ihre Fahnen schreiben, denn in der Diakonie gibt es noch keine Tarifverträge. Also das Thema Mindestlohn ist im Kirchentag ganz offensichtlich entschieden. Die Menschen wollen, dass es zu einem Mindestlohn kommt. Man kann allenfalls darüber streiten, muss er durch ein allgemeines Gesetz gemacht werden oder durch Tarifverträge, die allgemein verbindlich sind. Aber es ist ganz offensichtlich, die Stimmung ist so, dass in jedem Fall es gewährleistet sein muss, dass ein Mensch, der 40 Stunden in der Woche arbeitet, am Ende des Monats so viel verdienen muss, dass er davon leben kann. Das ist ein ethisches Gebot, das von allen Besuchern des Kirchentags nicht in Zweifel gezogen wird. Da kommen wir zum Themenkomplex Glauben. Die Evangelische Kirche hat in Hamburg gesagt, dass sie sich einen stärkeren Dialog mit anderen Religionen wünscht. Glauben Sie, dass der zustande kommt, zum Beispiel unter dem neuen Papst mit der katholischen Kirche? Das Grußwort von Erzbischof Thiessen war ausgesprochen optimistisch. Es hat deutlich gemacht, dass die Ökumene zwischen Katholiken und evangelischen Christen in Hamburg sehr gut zu funktionieren scheint. Und er hat deutlich gemacht, dass die katholische Kirche insgesamt dem Dialog, dem Gespräch mit den Protestanten in der Zukunft noch mehr Bedeutung beimessen wird. Ist aber auch deutlich geworden, dass wir auf die orthodoxen Christen zugehen wollen und zugehen müssen und natürlich auch auf andere Religionen, den interreligiösen Dialog, insbesondere mit Muslimen. Aber da ist deutlich, dass es nicht heißt, eigene Standpunkte aufzugeben, sondern gerade von einem festen Standpunkt des eigenen Glaubens aus mit anderen Menschen zu reden, die man in gleicher Weise respektiert, dass sie auch Gottsuchende sind. Aber dabei muss auch klar sein, dass bestimmte Grundfragen, die Achtung des anderen, Respekt vor dem anderen und der Schöpfung, unabdingbare Voraussetzungen sind.
Beschäftigt sich die evangelische Kirche auch mit sich selbst, zum Beispiel mit der Akzeptanz der Gläubigen? Das ist auch auf einer ganzen Reihe von Podien ein Thema, denn es muss uns natürlich sehr beschäftigen, wenn viele Menschen aus der Kirche austreten. Wir haben andererseits auch hoffnungsfrohe Zeichen, dass die Zahl der Wiedereintritte und Neueintritte in unsere evangelische Kirche deutlich zugenommen hat. Und dieser Kirchentag zeigt mit über 116.000 Dauerbesuchern, gerade auch vielen jungen Menschen, dass Kirche durchaus auch den Menschen in der heutigen Zeit etwas zu sagen hat. Und das müssen wir verstärken. Wie kommen wir besser an die Menschen ran? Wie können wir die Botschaft Christi in einer zeitgemäßen Form verkünden? Das ist ein großes Thema, nicht nur unter den Profis, sondern auch unter vielen Ehrenamtlichen. Und bis Sonntag werden die Antworten auf die Fragen gemeinsam gesucht. Danke, Günther Beckstein, nach Hamburg.